Moin, moin, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wenn Virtuelles und Analoges miteinander verschmelzen, entstehen ja bekanntermaßen neue Lebenswelten. Das mag auf einer Metaebene vollkommen unumstritten sein. Wenn man es aber dann konkret betrachtet, wie beispielsweise beim E-Sport, zeigen sich verblüffend viele blinde Flecken. Umso erstaunter, und man kann es gar nicht oft genug wiederholen, war ich dann, als ich im Koalitionsvertrag gelesen habe, Kollegin hat auch schon darauf hingewiesen, künftig soll E-Sport vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkannt werden und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützt werden. Dann habe ich mir gedacht, na ja, okay, dann sind ja alle Messen gesungen, musst du dich nicht so reinhängen, musst du dich nicht heiß machen, ist ja alles klar, die Koalition wird es schon richten. Ist aber dann doch eher ein Trugschluss gewesen, weil es relativ lange ruhig war. Und wir wissen zwischenzeitlich, warum es relativ lange ruhig war, weil nämlich der DOSB zwischenzeitlich daran gearbeitet hat, seine Position auszufüllen und dann eben auch vorzulegen. Und die Position des DOSB widerspricht nun also aber in großen Zügen dem Koalitionsvertrag. Und nun wird es doch wieder spannend. Und ich komme aus einem Land, Sachsen-Anhalt, in Magdeburg. Wir haben den größten E-Sport-Verein Deutschlands. Sollte man nicht denken, sind total taffe Jungs und Mädels, die sich dort regelmäßig treffen und spielen. Und die schauen natürlich und sagen, hey, was macht ihr da eigentlich? Schaut euch doch an, wie wir uns hier regelmäßig treffen. Und hier findet eben genau das Verbands- und Vereinsleben statt, das auch sonst im Sport stattfindet. Und nun frage ich mich, bleibt die Bundesregierung bei ihrer Sichtweise, die sie im Koalitionsvertrag aufgeschrieben hat, oder geht sie jetzt sozusagen den Weg der Auseinandersetzung, folgt sie dem DOSB, was sich über Jahre hinziehen kann und so weiter und so fort. Und wir glauben, dass es notwendig und richtig ist, sich relativ schnell zu entscheiden. Man kann sich auch Fristen setzen und die Anerkennung des E-Sport als Sport auch relativ schnell zu entscheiden, um eben auch Klarheit zu schaffen, um Verlässlichkeit zu schaffen. Und jetzt es so zu, oder dem DOSB zu folgen, das auf die Ebene von Verbänden der einzelnen Sportarten zu delegieren, das muss ich sagen, das finde ich unfair. Am Ende kommt nämlich heraus, dass sich unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten, verschiedene Entwicklungswege ergeben. Nun muss das nicht per se schlecht sein, würde aber bedeuten, dass die E-Sportler in den einzelnen Ländern mit ihren Einzelverbänden ständig verhandeln müssen. Und das halte ich für wenig sinnvoll. Die zweite zentrale Frage ist auch hier schon angesprochen worden, nämlich die der Gemeinnützigkeit. Hier hätte die Bundesregierung insbesondere mit Blick auf die breitensportliche Entwicklung längst initiativ werden können. Sie hätte mit den Ländern Möglichkeiten zur Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung besprechen können. Man hätte ja auch Interesse an einer einheitlichen Rechtsanwendung. Und insofern muss ich sagen, die Regelung, die ja im Detail festlegt, was gemeinnützige Zwecke innerhalb und außerhalb des Sportes sind, ist ja auch in sich nicht konsistent. Insofern muss man es vor diesem Hintergrund ja dann auch spiegeln. Ballonfahren ist gemeinnützig, Skat ist nicht gemeinnützig, Eisenbahnmodellbau ist es wiederum, Münzsammeln ist es nicht, Schach ist gemeinnützig, Dart und Billard sind anerkannt. Und insofern muss ich sagen, man mag das sinnvoll oder nicht sinnvoll halten, aber es wird so gehandhabt. Und deshalb sage ich auch, man muss sich den neuen Entwicklungen öffnen. Wir haben jetzt auch Drohnenrennsport. Damit müssen wir auch umgehen und demzufolge auch mit der Entwicklung im E-Sport. Es lässt sich also schlecht mit einzelnen Finanzbehörden in den Ländern verhandeln, wenn es nicht wenigstens auch eine klare Regelung oder eine Übereinkunft zwischen den Bundesländern gibt, um diese Rechtsunsicherheiten für die Vereine zu reduzieren. Letztlich will ich sagen, lassen Sie uns die auf Augenhöhe mit den Akteuren sprechen, lassen Sie uns mit den Verbänden sprechen, lassen Sie ums Gottes Willen nicht zu früh die Türen zuschlagen. Und ich finde, der bündnisgrüne Antrag bietet dazu guten Anlass und einen guten Inhalt. Danke. Vielen Dank. Die letzten beiden Reden von Kai Wittecker und Saskia Esken gehen zu Protokoll.